Herzlich willkommen hier im Kardinal-König-Haus in Hitzing. Mein Name ist Sonja Kato und ich freue mich sehr, Sie durch diesen heutigen Abend zu begleiten. Es ist etwas, was mir selten passiert, dass ich zwei Abende hintereinander mit einem Mann verbringe, der nicht mein Mann ist. Für Sean Ziegler habe ich eine Ausnahme gemacht. Wir hatten zwar gestern auch ungefähr 1400 Zuseher, also es war jetzt nicht wirklich im intimen Rahmen. Es ist auch heute unübersehbar, dass das Interesse ungestillt ist und wir freuen uns sehr, ihn heute hier zu begrüßen. Schön, dass er da ist, Sean Ziegler. Erlauben Sie mir, dass ich trotz der sicher vielen anwesenden Ehrengäste einen Gast besonders begrüße. Wir freuen uns, dass seine Exzellenz, der Botschafter von Kuba, Juan Antonio Fernandez, hier bei uns ist. Herzlich willkommen. Ja, es ist ein Abend, an dem viele Organisationen und Organisatorinnen und Organisatoren beteiligt waren. Es ist die SPÖ Hitzing gemeinsam mit dem Dr. Karl-Renner-Institut, der SPÖ Wien Bildung, der Wiener Bildungsakademie, dem Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer und dem Bund sozialdemokratischer Akademikerinnen ein Anlass und ein Anliegen gewesen, diesen Abend zu gestalten. Ich darf Sie, bevor ich ins Gespräch mit Sean Ziegler einsteige, noch bitten, auf die Bühne mit einem Applaus zu begrüßen, den Vorsitzenden der SPÖ Hitzing, Landtagsabgeordneten Gerhard Schmidt und die Direktorin des Renner-Instituts, Maria Malcznik. Bitte schön. Komm zu uns, lieber Jawohl, Gerhard. Also 1400 Leute gestern im Festsaal, ein historischer Moment, nämlich nicht nur im Festsaal, sondern in allen anderen Sälen wurde übertragen, auch heute. Es sind nicht genug Sitzplätze für die Gäste, die gekommen sind. Es gibt schon so etwas wie das Phänomen Sean Ziegler, oder? Ja. Wie erklärst du dir das? Erstens einmal erklären wir es dadurch, dass der Sean, Professor Ziegler, ein wirklicher Vordenker unserer Zeit ist. Er spricht die Dinge ganz klar aus, die viele Menschen heute bewegen. Wir erleben an vielen Orten, an vielen Stellen im täglichen Leben einen ausufernden Kapitalismus in der Welt. Wir sehen das jetzt jüngst auch im Zusammenhang mit den Ökologiebewegungen. Wir erleben eine extreme Ungerechtigkeit in der Welt, eine Ungleichverteilung von Vermögen, eine Ungleichverteilung von Ressourcen. Es gibt in einer sehr reichen Welt ein unbeschreibliches Maß an Armut. Und Sean Ziegler spricht diese Dinge in schonungsloser Offenheit an. Und das ist ganz, ganz wichtig, aber es zeigt auch, und seine Akzeptanz zeigt uns auch, dass es auch eine große Bereitschaft zur gesellschaftlichen Veränderung gibt und dass es auch eine große Sehnsucht nach politischer Orientierung gibt. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Sean Ziegler ist auch Träger des Bruno-Kreisky-Buchpreises, der ja alljährlich vom Renner-Institut mitveranstaltet übergeben wird. Das neue Buch jetzt, sein aktuelles Werk, das sich ja doch mit radikaler Kapitalismuskritik beschäftigt, wäre auch wieder Bruno-Kreisky-Buchpreis würdig? Das würden wir wahrscheinlich in erster Linie innerhalb der Jury besprechen. Aber was zu dem Buch schon zu sagen ist, ich meine, er widmet es ja auch allen seinen Enkelkindern, ist, dass es ein Gespräch mit seiner Enkeltochter ist und alle, die mit Kindern, mit kleineren oder größeren Kindern zu tun haben, wissen ja, dass sich Kinder nicht zufrieden geben oder selten zufrieden geben mit halben oder schwammigen Antworten und dass man mit ihnen Klartext sprechen muss. Und was es Sean Ziegler schon gelingt, und das macht das Buch auch so stark, ist, dass er komplexe Zusammenhänge wie etwa die Globalisierung in einer verständlichen und klaren Sprache
festhält und transportiert. Und er nimmt uns in dem Buch auch mit auf eine Reise durch die Ideengeschichte des Kapitalismus, auf eine Reise durch die Auswirkungen, die auch unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem rund um den Globus hat. Und was auch, glaube ich, hervorgehoben werden muss, ist, er bleibt nicht stehen bei der Analyse oder bei der Anklage an das System, sondern er ermutigt alle zum Engagement. Und er vermittelt in einer gewissen Art und Weise eine Gewissheit, dass das Engagement von jedem und jeder Einzelnen zählt. Und das, glaube ich, ist so wichtig in unserer heutigen Zeit. Maria hat es angesprochen, das Engagement jedes Einzelnen ist wichtig. Wir erleben trotzdem, das kann man hier, glaube ich, in aller Offenheit sagen, auch trotzdem eine Dumpfheit, eine Abgestumpftheit, dass viele Leute glauben, nein, ihr Engagement macht keinen Unterschied mehr, sich zurückziehen in ein eben sehr kapitalistisches, geprägtes Konsumverhalten zum Beispiel oder auch jedenfalls sich zurückziehen, zum Beispiel auch bei Wahlen. Wir haben es gesehen bei der Landeshauptstadt Salzburg, für mich erschütternd, für viele hier wahrscheinlich im Saal erschütternd, die Wahlbeteiligung. Wie geht das zusammen, diese Analyse, dass jeder Einzelne sich engagieren kann und diese Realität? Naja, es ist einer der Erfolge jetzt unter Anführungszeichen, Gesetz des Neoliberalismus, dass er diese Dumpfheit vermittelt. Die kommt ja sozusagen den neoliberalen Strategien sehr entgegen, indem weite Teile der Bevölkerung oder weite Teile der Gesellschaften sich an politischen Prozessen nicht beteiligen. Und das sehe ich schon in einem sehr strikten politischen Zusammenhang. Und der Jean hat ja immer wieder sozusagen auch das Vorherrschen auch der ökonomischen Oligarchien herausgearbeitet und erwähnt. Und die Unterhaltungsindustrie und vieles, was damit in Verbindung steckt, ist ja gerade sozusagen darauf konditioniert, jene Verhältnisse herzustellen, die es dem Kapitalismus leicht machen. Es hat einmal eine große liberale deutsche Autorin, die Marion Gräfin Dönhoff, die spätere Herausgeberin der Zeit, gesagt, in den 80er Jahren zivilisiert den Kapitalismus. Ich glaube, dass unser heutiger Gast einen Schritt weiter geht und nicht nur sagt, zivilisiert den Kapitalismus, was für die Gräfin Dönhoff aus ihrer Sicht schon sehr mutig war, weil sie war ja keine Exponentin der politischen Linken. Sie war ja eine, würde ich sagen, klassische Liberale, aber er geht sicher einen Schritt weiter und sagt, bekämpft den Liberalismus, und er gibt uns auch gewisse Anleitungen, wie man das auch tun kann, und jedes Engagement, jede Aktivität, jeder Protest, den wir jetzt da von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden jungen Menschen im Zusammenhang mit den ökologischen Ressourcen erleben, ist da ein wesentlicher Beitrag. Aber ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen geprägt vom gestrigen Vortrag. Ich möchte jetzt nicht vieles von dem vorwegnehmen, was unser Gast sozusagen uns dann auch sagen wird. Das machen wir dann das nächste Mal, ein Gespräch mit Gerhard Schmidt über Jean Ziegler, ja? Versprochen. Maria, trotzdem ist auch spürbar nicht nur dieser Aufruf zum Engagement des Einzelnen und damit auch die Aufwertung des Einzelnen, trotzdem ist spürbar, dass auch diese Bewegung, die sich momentan als zivilgesellschaftliche doch über den ganzen Planeten zeigt, so Leuchtfiguren braucht. Und so eine ist ganz zweifellos Jean Ziegler, nicht für alle, das wäre auch vermessen anzunehmen, aber für wie wichtig erachtest du auch aus deiner Wahrnehmung im sozusagen politischen Gesamtkontext, dass es immer wieder auch so Kristallisationspunkte gibt, auf die man sich sozusagen einnorden kann? Ja, sehr wichtig. Und ich meine, das neoliberale Versprechen oder die neoliberale Erzählung, jeder, der sich anstrengt, kann sich einen Wohlstand erarbeiten. Das wird ja ganz offensichtlich brüchig und nach immer unglaubwürdiger. Und der Neoliberalismus tut ja auch so, als wäre quasi die wirtschaftliche Entwicklung so wie eine Flut, die alle Boote in die Höhe heben würde. Und dabei ist es ja so, dass das eine Flut ist, die nur die Yachten der Reichen in die Höhe hebt, und die Leute, die hart arbeiten, wenn sie Glück haben, schaffen sie es zu schwimmen. Und da ist es so wichtig, Menschen zu haben, die das auf den Punkt bringen, die das formulieren können, die das aussprechen können. Was mir aber vielleicht noch ein kurzer Gedanke, was mir besonders gut gefällt, ist auch der Mut zur Lücke. Also ich habe nur einen kurzen Satz aus dem Buch auf die Frage quasi der Enkelin, welches System den Kapitalismus ersetzen soll, antwortet Jean Ziegler, ich weiß es nicht, aber das hindert mich nicht darauf zu hoffen.
Und es ist einfach klar, dass es nicht das eine Programm gibt, sondern dass es viele Ideen und Initiativen gibt. Und wenn man zum Beispiel in die USA schaut, wo mit Alexandria Ocasio-Cortez die jüngste Frau ins Repräsentantenhaus gewählt wurde, die mit einem ganz klaren sozialdemokratischen Programm Wahlen gewinnt, und das in den USA, die sich kein Geld schenken lässt von reich von Unternehmen und die für die Gerechtigkeit kämpft, oder Jacinda Ardern in Neuseeland, die Premierministerin. Und da zeigte schon, dass es diese Figuren und diese strahlkräftigen Persönlichkeiten gibt, die auch zeigen, dass eine andere Welt nicht nur denkbar ist, sondern auch machbar. Herzlichen Dank jedenfalls an euch beide für die Einladung unseres Gastes. Danke vielmals auch fürs Versorgen mit Wasser. Und jetzt wird noch der Tisch zurechtgerückt. Wir sind nämlich heute nicht nur für Sie hier im Saal, sondern auch live via Facebook-Livestream auf der Seite des Renner-Institutes. Sean Ziegler, ja, emeritierter Professor der Universität Genf bis 1999 im Nationalrat, im Eidgenössischen Parlament von 2000 bis 2008 UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrats bis heute. Er ist nicht unkontroversiell mit seinen Schriften, mit seinen Gedanken, aber das ändert nichts an seiner Beliebtheit. Herzlich willkommen, Sean Ziegler. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Dankeschön. Man hat diese Sitzordnung für uns vorgesehen, damit Sie schön im Bild sind. Wunderschön, ja. Sehr. Nur, dass Sie Bescheid wissen. 1400 Leute gestern im Rathaus. Ja. Passiert Ihnen das öfter? Jedenfalls freut es mich, ehrt es mich, was mich ein wenig geärgert hat, gestern im Außen geärgert. Wir hätten diskutieren sollen. Das ist weil die Menschen haben etwas zu sagen über ihr Leben, über ihre Träume. Und das ich bin also jetzt mit dem neuen Buch in Was ist so schlimm am Kapitalismus? In Hamburg, in Leipzig, in München, in Köln gewesen. Und das war immer für mich hochinteressant, mit Menschen zu reden, zu hören, was sie zu sagen haben. Auch sehr kritische Menschen. Und Österreich ist, da weiß Gott, die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Ja, doch, das stimmt schon. Das nehmen wir jetzt einmal als Auftrag. Gestern war ich sehr freudig, aber darf ich zuerst etwas sagen? Das dürfen Sie, aber eines erlauben Sie mir noch, das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Wir haben auch heute als Spielregel vereinbart, auf Wunsch von Sean Ziegler, damit er mit Ihnen nachher noch das Gespräch suchen kann, dass wir hier das Gespräch auf der Bühne für eine Stunde beschränken, aber er wird im Gegensatz zu gestern nachher nicht im Anschluss weg müssen, sondern steht Ihnen dann vor allem rund um den Büchertisch zur Verfügung. Bitte schön. Ich möchte danken, dass Sie gekommen sind. Ich möchte danken vor allem Frau Cato, dass Sie für die Gesprächsleitung, dann die Frau Direktorin vom Karl-Renner-Institut, Frau Maria Matschnik, mein Freund Gerhard, Professor, Landtagsabgeordneter Gerhard Schmidt, ja doch, Ehre, wie mir gehört, das muss ich sagen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Terrorisiert hast am Telefon nach Genf. Nach Genf, ich muss kommen. Dann vor allem auch dem Vorsitzenden des Bundes der Vereinigung für Freiheitskämpfer, der Freiheitskämpfer und Freiheitskämpferinnen, dem Genossen Netzel. Es ist für mich ein großer Moment, in diesem Haus sein zu dürfen, weil wegen diesen Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfern, diesen österreichischen Männern und Frauen, die im Spanischen Bürgerkrieg zu Hunderten umgekommen sind im Kampf gegen den Faschismus, die dann unter Schuschnigg-Dolschwuss für die Demokratie gekämpft haben und die dann im Kerker und in Folterkellern der Nazis weiter gelitten und gekämpft haben und umgekommen sind. Und die haben uns ermöglicht, heute hier zu reden. Die haben für die Freiheit mit dem Leben bezahlt und wir können jetzt demokratisch in einer freien Gesellschaft demokratisch
zusammen diskutieren, kritisch und uns den Kampf weiterführen. Und dieses Vermächtnis des Gedenkens, was diese Menschen mit ihrer Hingabe, mit ihrem Martyrium erlebt, geschaffen haben, das gibt uns eine Verantwortung, aber das führt auch zu ganz großer Dankbarkeit. Vor allem die Witwe von Herrn Gelbart, der leider verstorben ist, aber den ich am Telefon, der mir als erster am Telefon nach Genf gesagt hat, du komm nach Wien, du erhältst die Bauerplakette, und wir haben lange zusammen geredet, an Herrn Gelbart, glaube ich, der stellvertretend für diese Menschen hier präsent ist im Raum, an den möchte ich denken und seiner Witwe die Hochachtung ausdrücken. Und zuletzt der Botschafter von Kuba, Juan Antonio, der in Genf in der UNO eine ganz große Rolle gespielt hat, mit dem österreichischen Botschafter zusammen, Wolfgang Petritsch damals. Ich danke ihm, dass er gekommen ist. Es tut mir leid, dass ich hablo en alemán. Terrible, terrible. Aber ich danke, dass Sie gekommen sind mit der Konsula, mit Ihren Mitarbeitern, Konsul und so weiter. Ich danke noch einmal ganz herzlich für die Einladung. So, jetzt wird gearbeitet. Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Es ist schon beeindruckend, das muss man sagen, zuzusehen und auch zuzuhören, wie Sie, wie Ihnen sozusagen an den Lippen gehangen wird. Und das ist ja doch auch schon ein sehr bewegtes Leben, auf das Sie zurückblicken können. Eines, das aber eigentlich immer davon geprägt war, dass Sie, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, dann gab es für Sie nur Hopp oder Drop. Also ja. Wir haben gestern auch viel über Ihre Biografie schon gehört und ja. Gelernt natürlich, aber eigentlich müsste man meinen, es wäre in einem Leben ganz schwierig, vom Schweizer Calvinisten zum Pariser Kommunisten zu werden, aber Sie haben das schon in sehr frühen Jahren erledigt. Wie wichtig war in dem Zusammenhang auch zum Beispiel, dass Sie von Hans zu Jean wurden? War das auch ein Identitätsmerkmal für ja, Sie? Es geht ja nicht um mich, also unter uns gesagt, um den kleinen Bürger aus Genf. Es geht um den Zustand der Welt und was wir tun müssen, weil wir so unglaublich privilegiert sind. Österreich, demokratische Bürgerrechte, Freiheit. Die Schweiz zwar sehr korrupt, aber auch die Freiheitsrechte, die gibt es wirklich. In irgendeinem anderen Land, in Honduras oder Bangladesch, wäre schon längst in einem Straßengraben verscharrt mit einem Kugel im Kopf. Und hier ist die freie Rede möglich und die kollektive Mobilisation möglich. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Ich war 8 Jahre lang Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung der UNO und jetzt im UNO-Menschenrechtsrat. Alle 5 Sekunden auf diesem Planeten verhungert ein Kind, stirbt ein Kind am Hunger und seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren. Das sind die Zahlen der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation FAO der Vereinten Nationen. Und derselbe World Food Report der Vereinten Nationen im April herauskommt, der die Opferzahlen gibt, von der kein Mensch, die bestreitet, rechts oder links, sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Wir sind 7,3. Also praktisch das Doppelte der Menschen könnte ernährt werden, normal ernährt werden, wenn der Zugang zur Nahrung nicht von der Kaufkraft, sondern von Gesetzen, von Normen abhängen würden. Also ein Kind, das jetzt am Hunger stirbt, wo wir reden, hier in diesem Saal, wird ermordet. Und bevor wir auseinandergehen, werden viele Kinder ermordet sein. Was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Ist ja nur der Zufall der Geburt. Jeder von uns könnte geboren werden als Zuckerrohrabschneider in Pernambuco, da ist die Lebenserwartung, wenn wir Nordostbrasilien, da ist die Lebenserwartung 47 Jahre, also die Hälfte von Europa. Würmer im Magen, Angst um den nächsten Tag. Für 3/4 der Menschheit gibt es keine Freiheit. Die kämpfen ums Leben, um den nächsten Tag ihre Kinder zu ernähren, können keine Freiheit.
Und wir sind in dieser unglaublich privilegierten Situation, Minderheitssituation, wo Kampf, Analyse, Aufstand möglich sind. Sartre hat gesagt, Jean-Paul Sartre hat gesagt, den Feind erkennen, den Feind bekämpfen. Den Feind erkennen, das wollen wir dann heute Abend versuchen, ein wenig zusammen, den Feind erkennen, das müssen freie Menschen tun. Und dann das Mysterium, wie wird der Aufstand losbrechen, wann, unter welchen Bedingungen, das werden wir dann später vielleicht sehen. Aber es gibt unglaubliche Hoffnung. Was da am Freitag passiert. Was am Freitag passiert. Wo ist der Feind? Hä? Wer ist der Feind? Fangen wir bei der Analyse an. Aber der Feind ist absolut klar. Das sind die Oligarchien, die ganz schmalen Oligarchien, unglaublich mächtig und reich des globalisierten Finanzkapitals. Ich möchte Sie nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, aber immerhin, nach Weltbankstatistik, letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne alle Sparten zusammengenommen, von den Banken bis zur Industrie, Dienstleistungen und so weiter. Die 500 größten Privatkonzerne haben 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr auf diesem Planeten produzierten Reichtümer. Die haben eine Macht, wie es nie eine ideologische, militärische Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Sie entschwinden jeglicher Kontrolle, diktieren ihr Gesetz den stärksten Staaten dieser Welt. Im Buch habe ich eine ganze Reihe von Fällen dargestellt, wie diese Oligarchien den reichsten Staaten der Welt, den mächtigsten Staaten der Welt, Deutschland, Amerika und so weiter, ihr Gesetz aufzwingen. Sie entscheiden, wer stirbt und wer lebt, jeden Tag. Das entscheiden diese Oligarchien. Die können, das sage ich gleich, die können sehr viel. Die können sehr viel. Der kapitalistische Produktionsprozess ist ganz sicher unter allen Produktionsprozessen der Geschichte der Menschen, jeder Produktionsprozess, der am erfinderischsten, kreativsten, dynamischsten ist, unglaublich. Er kontrolliert die wissenschaftlichen, technologischen, elektronischen Revolutionen. In der Basler Chemie, Hoffmann, Laroche, Navartis und so weiter, entsteht ein neues Medikament alle drei Monate. Wall Street ein neues Finanzinstrument alle Monate. Eine unglaubliche. Die Sowjetunion ist im August 1991 zusammengebrochen. Das war an sich eine gute Sache. Die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin. Aber es hat die Bipolarität gegeben, die Bipolarität der Staatengesellschaft. Ein Mensch auf dreien hat unter sogenannten kommunistischem System gelebt. Und der kapitalistische Produktionsprozess war räumlich beschränkt auf die sogenannte freie Welt. Der hat ab August 1991 die Welt erobert, wie ein Buschfeuer, hat eine einzige zentrale Regulationsinstanz geschaffen, nämlich die unsichtbare Hand des Marktes, hat den Menschen aus seiner eigenen Geschichte evakuiert, was Herr Schmidt, ich sage es her, das tönt so. Was Gerhard Schmidt, also der Herr Landrat, vorhin gerade gesagt hat über die neoliberale Wahnidee, die die Welt erobert, er hat die bewusst das Kollektivbewusstsein erobert, zubetoniert hat. Die hat zur Entfremdung geführt des Kollektivbewusstseins. Und die neoliberale Wahnidee sagt, dass es eine einzige Regulationskraft gibt, nämlich den Markt. Ich habe lange als Sonderberichterstatter dem Weltbankpräsidenten damaligen zugehört, dem Wolfensohn, den du kennst auch. Und der Wolfensohn hat immer gesagt, das Ziel der Geschichte ist stateless global governance. Die Geschichte geht darauf hinzu, wird da enden mit Selbstregulierung des Marktes, mit dem Verschwinden des Menschen als historisches Subjekt. Marktkräfte im neoliberalen Obskurantismus, Marktkräfte gehorchen Naturgesetzen, nicht mehr menschlichem Tun.
Und alles, was der Mensch noch tun kann, ist die Unterwerfung unter diese Naturgesetze und dass das Marktgeschehen interiorisieren, konkretisieren in seiner täglichen Funktionalität. Und das hat diese Weltdiktatur der 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, die folgt einer einzigen Strategie, nämlich der Mehrwertakkumulierung, der Profitmaximalisierung in kürzester Zeit zu jedem Menschenpreis. Und die gilt es zu brechen. Und die können wir brechen. Und wenn wir es nicht tun jetzt, Sie haben ganz richtig, Frau Kantor hat ganz richtig, von den Jugendlichen geredet, die zu Millionen in vielen, vielen Ländern, letzte Woche waren es 92 Länder, ja. Kinder, wie eben meine Großkinder, ich habe 5, großartig. Ich bin überhaupt nicht objektiv wie alle Großeltern. Aber ist das schon der Kristallisationspunkt? Das zeigt doch, dass ein Erwachen im Gang ist, dass diese Vielgesellschaft aufsteht. Diese Kinder gehen, in Genf ist eine kleine Stadt, 163.000 Einwohner. Aber da waren am ersten Freitag, am 16. März, diese Woche ist wird die dritte kommen, am 16. März sind über 10.000 Schülerinnen und Schüler, Gymnastiker, Studenten, Studentinnen, Lehrlinge auf die Straße gegangen, haben die Regierung angeklagt, nichts zu tun gegen die Klimaerwärmung und damit die Zerstörung des Planeten. Und keine Partei und kein Parteiprogramm und kein Zentralkomitee hat diese Kinder mobilisiert und auf die Straße geschickt. Das war der Aufstand des befreiten Identitätsbewusstseins. Die Kinder sagen, dieser Planet, auf dem wollen wir leben, wollen leben können, auf dem leben wir jetzt dann. Und der muss erhalten bleiben, der muss lebenswürdig erhalten bleiben. Und wir leben jetzt unter einem Kannibalismus. Ich höre gleich auf. Nein, ja, Professoren reden immer zu viel. Keinen Grund aufzuhören. Die reden immer zu viel. Aber wenn ich schon die Chance habe, zu Ihnen zu reden, dann will ich die auch benutzen. Darf ich nur kurz fragen, hört man ihn gut genug? Weil ich sehe eines, vielleicht kann jemand von der Technik kommen, dass das Mikrofon ein wenig verrutscht ist bei Ihnen. Und ich möchte nur sicher gehen, dass jeder Sie hört. Ist es gut genug? Sonst können wir auch zum Handmikrofon wechseln, weil ich mag da jetzt nicht hineingreifen. Und ist das Problem des gut. Berner Oberländer Akzents? Nein, nein. Sie haben einen Simultan-Dolmetsch im Ohr, die Gäste, ist kein Problem. Geht das so? Wir haben gefragt, es scheint zu passen. Also kannibalische Wernordnung, wir sind das Paradox, dem Sie, dann höre ich gleich auf, konfrontiert sind einerseits eine unglaubliche Dynamik in diesem kapitalistischen Produktionsprozess, der aber eine kannibalische Weltordnung geschaffen hat. Unglaubliche Produktion, die Produktionskräfte der Menschheit sind unglaublich gestiegen. Nur im ersten Jahrzehnt nach dem Zusammenbruch der Bipolarität 2001, nur in diesem ersten Jahrzehnt hat sich das Weltsozialprodukt verdoppelt, hat sich der Welthandel verdreifacht, die magische 6.000 Milliardengrenze durchbrochen und der Energieverbrauch, der verdoppelt sich alle 4 Jahre. Aber diese unglaubliche Dynamik, Schaffenskraft, Inventionskraft des Kapitalismus hat eine kannibalische Weltordnung geschaffen. 2 Milliarden Menschen von den 7,3, die wir sind, haben keinen normalen Zugang, regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mit dem Hunger habe ich schon gesprochen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren auf einem Planeten, der das Doppelte der Welt ernähren könnte. Letztes Jahr sind 72 Millionen Menschen gestorben, also haben den Planeten verlassen, ungefähr jedes Jahr verlassen 70 Millionen Menschen, letztes Jahr waren es 72 Millionen Menschen, aus ganz verschiedenen Ursachen diesen Planeten. Und davon sind 19% am Hunger gestorben. Also auf einem Planeten, der vor Reichtum wird gequält, ist der Hunger und seine unmittelbaren Folgen, die Hungerkrankheiten,
die Immunschwäche und so weiter wegen Hunger, immer noch die weitaus größte, schlimmste Todesursache. Das ist die kannibalische Weltordnung. Ich könnte auch alle die Epidemien nehmen, die in der südlichen Hemisphäre, wo 3/4 der Menschen dieses Planeten leben. Hunderte von Millionen Menschen töten die Bilharziose, das schwarze Fieber, die Malaria und zwar die Schlafkrankheit, die längst überwunden sind von der Medizin. Und Millionen Menschen töten in der südlichen Hemisphäre. Das ist die kannibalische Weltordnung, die dieser Produktionsmodus, der Kapitalismus, Monopolkapitalismus, geschaffen hat. Und bevor der die Welt komplett zerstört, müssen wir ihn zerstören. Und wie das geht, werden wir sehen vielleicht. Werden wir sehen, vielleicht. Jedenfalls ist jetzt einmal der Feind. Ich sehe keine große Vorsitzende, falls Sie mich meinen. Meine Aufgabe ist heute, glaube ich, nur Stichworte zu liefern. Wenn Sie den Feind jetzt skizziert haben, ist das, was wir alle auf der ganzen Welt am 16. März erlebt haben, schon die von Ihnen erhoffte planetarische Zivilgesellschaft, die wir da sehen in den Körpern unserer Kinder und der Jugendlichen? Ich habe gesagt, ich will vielleicht Beispiele geben. Ich erlebt habe als Sonderberichterstatter und die mich natürlich umtreiben, ist klar, das kann man nicht vergessen. Ich habe gesagt, dass die weltbeherrschende Oligarchie des transkontinentalen Finanzkapitals die Welt beherrscht im konkreten Sinn, also wie eine Diktatur, die stärker ist als jede demokratisch gewählte Regierung, auch der stärksten Staaten. Aber dass es eine Hoffnung gibt, dass jenseits der entmachteten Nationalstaaten, der repräsentativen Demokratie, die eine Scheindemokratie ist, jedenfalls in der Schweiz und in vielen anderen Ländern auch, weil wenn sie abstimmen, stimmen sie nicht ab, was die eigentliche Politik ist, die bestimmen die transkontinentalen Oligarchien. Aber dass es jenseits dieser Anämie der repräsentativen Demokratie, die Rousseau im Gesellschaftsvertrag, in dem berühmten Buch der Gesellschaftsvertrag skizziert hat, die heute, die während 200 Jahren die Welt beherrscht hat, diese repräsentative Demokratie mit Deputierten und so weiter, dass die jetzt zerfällt, dass es jenseits ein neues historisches Subjekt gibt. Und dieses neue historische Subjekt ist die planetarische Zivilgesellschaft. Die planetarische Gesellschaft. Eine Unzahl großer, kleiner, mittlerer soziale Bewegungen haben sich geformt. Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Religionen, aus allen Altersgruppen und so weiter kommen zusammen, engagieren sich an ganz verschiedenen Fronten im Kampf gegen die Oligarchie des globalisierten Finanzkapitals. Greenpeace kämpft zur Erhaltung, was noch übrig bleibt, von der Natur und der Biodiversität. Amnesty kämpft gegen Folter und Polizeiwillkür mit Erfolg. Die Antidiskriminationsbewegung für die Frauen fördert endlich die Frauenrechte, also die Äquivalenz zwischen Lohn und Rechten von Mann und Frau. Die Via Campesina, das sind 121 Millionen Kleinbauern, Pächter, Taglöhner von Honduras bis Bangladesch. Ich könnte weitergehen mit der Identifikation dieser. Das ist eine Bruderschaft der Nacht. Das ist eine Bruderschaft der Nacht, unsichtbar. Die hat kein Parteiprogramm, kein Zentralkomitee, keine einheitliche Führung. Wird sichtbar nur einmal während 6 Tagen im Jahr, nämlich beim Weltsozialforum in Bombay, in Montreal, in Porto Alegre und so weiter. Und das Weltsozialforum, wo das letztes Mal waren es in Montreal, über 8.061 Bewegungen waren dort. Am Schluss gab es weder ein Kommuniqué noch eine Schlusserklärung, einfach ein Umzug. Weil die Schlusserklärung müsste schon ausgehandelt werden zwischen den verschiedenen
Gesellschaft, die verschiedenen Bewegungen, das gibt es nicht, das wollen die nicht. Und der Motor, der einzige Motor, der unbesiegbar ist, der diese Menschen antreibt in den verschiedenen, und auch gerade in Österreich, davon könnte ich lange reden, ist die Zivilgesellschaft unglaublich stark. Die Flüchtlingshilfe, die ATTAC, die Amnestiebewegung, die Zivilgesellschaft ist sehr stark in Österreich. Die haben einen einzigen Motor, und das ist der kategorische Imperativ, so wie ihn Kant formuliert hat, Ende des 18. Jahrhunderts. Ich bin der andere ist ich. Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Und die einzige Strategie ist jene der Solidarität, der Komplementarität und der Reziprozität unter Menschen und Nationen. Und diese Zivilgesellschaft wächst. Sie haben die Kinder erwähnt, da werden wieder mehrere Millionen jetzt am nächsten Freitag auf die Straße gehen, in Berlin, in Wien, in New York und so weiter, in Genf. Die wächst. Und das ist das neue historische Subjekt, das Hoffnung bringt. Warum die Hoffnung begründet ist, das sehen wir dann. Das sehen wir dann später. Diese Hoffnung, die Sie als begründet sehen, könnte man eigentlich auch zum Anlass nehmen, zu sagen, Sie sind ein Idealist. Jetzt haben Nein, das Sie aber ist das gesagt, schlimmste Wort, das Sie... Das ist für Sie das schlimmste Wort. Das ist für mich das schlimmste Warum? Wort. Warum? Weil ich bin ein Marxist, ein Soziologe, ein Materialist. Aber Sie sagen ja auch, Sie sind gläubiger Katholik und Marxist. Nein, ich bin... Warum geht das nicht zusammen? Ich mache nicht Gymnastik im blauen Himmel, das nützt ja niemandem. Nein, ich schaue, das einzige Lehrbuch, das wir haben, ist die Geschichte. Und die Geschichte lehrt uns, dass alle Oppressionssysteme einmal zerschlagen werden. Und zwar radikal. Man kann den Kapitalismus, Sie haben das vorhin, oder du, Sie, Herr Landrat, oder du, Gerhard, hast das als die Frau, wie heißt sie, von der Zeit, Dönhoff, gesagt, man muss den Kapitalismus zivilisieren. Das geht nicht. Ein Oppressionssystem muss zerstört werden und in den Ruinen muss die neue Welt entstehen durch die menschliche kollektive Praxis, von der reden wir dann noch. Oppressionssysteme kann man nicht zivilisieren, reformieren, menschlicher machen und so weiter. 350 Jahre lang die Sklavenhaltergesellschaft. 42 Millionen deportiert über den Süd- und Nordatlantik, Sklavenhandelgesellschaft. Die musste zerstört werden. Die konnte nicht menschlicher gemacht werden, reformiert werden, die Sklavenhaltergesellschaft. Entweder ist ein Mensch und ist der Mensch eine Sache. Das hat zwar lange gedauert. Das letzte Land, das die Sklaverei abgeschafft hat, war Brasilien 1888. Zerstörung. Der Kolonialismus, das Kolonialsystem, das 80% der Weltbevölkerung geknechtet hat, noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts, das konnte nicht menschlich gemacht werden. Entweder gibt es Volksunität, Selbstbestimmung der Völker oder dann Plünderung, Verknechtung, Folter durch andere Völker, die Kolonisierten eben in Unterdrückung und Unmündigkeit halt. Algerien, 1. November 1954, das algerische Volk ist aufgestanden, 7 Jahre Krieg, Befreiungskrieg bis 1962 im Juli. Von den 11 Millionen Algerier sind 2 Millionen umgekommen in diesem Krieg. Aber jetzt ist Algerien eine freie Republik und das Kolonialsystem ist zerschlagen. Man kann nicht den Kolonialismus reformieren, das geht nicht. Dasselbe für den Feudalismus, zur Französischen Revolution kommen wir ja sicher noch, das ist ein Musterbeispiel des geglückten Aufstands, der Inkarnation der Utopie, die wir in uns tragen, die den Feudalismus... sich dann in ein Kaisertum geführt hat? Ja, nein, das ist dann vorbeigegangen, es wurde über... durch eine Monarchie? Ja, nein, ich komme darauf, als Napoleon war in Schönbrunn, das habe ich gesehen. Das stimmt, der war. Aber der ging wieder weg. Also gut,
nach Leipzig, hat die Leipzig verloren, nach 1813. Also, den Feudalismus, der Terror der Staatskirche und so weiter, das Gottesgnadentum der exekutiven Gewalt, konnte man nicht reformieren. Entweder gibt es Volkssouveränität, gibt es Republik, gibt es Menschenrechte oder gibt es Feudalismus. Die französische Revolution musste diese Gesellschaftsform radikal eliminieren und dann den Weg finden zum neuen Gesellschaftsvertrag aus den Ruinen heraus des zerstörten Oppressionssystems. So wird es sein für den Kapitalismus. Das Buch ist ja auf Französisch geschrieben, ich habe viele... Wir schreiben alle Bücher auf Französisch. Ja, außer eines, Die Schweiz, das Gold und die Toten, das war auf Deutsch geschrieben, weil die Wilhelmstraße, also die Quellen, die Wilhelmstraße, das Auswärtige Amt damals, das Außendepartement der Nazis, war nicht bombardiert worden und alle Dokumente sind vorhanden aus der Wilhelmstraße und die sind auf Deutsch. Und die habe ich gebraucht, um die Schweiz, das Gold und die Toten, weil die Schweizer Banken haben den Zweiten Weltkrieg verlängert. Die haben Hitlers Raubgold gewaschen, 30% Kommission genommen und die gewaschenen, also Hitler hat in 11 besetzten Ländern, das war der Goldstandard, die Goldreserven behändigt, konnte aber das Gold nicht gebrauchen, weil es geeicht war mit französischen Auszeichen und so weiter, das war nicht Weltmarkt zugänglich. Dann hatte die SS zweimal im Monat mit Lastwagenkolonnen in Basel nach Bern das Raubgold in die Nationalbank der Schweiz geführt. Dort wurde es raffiniert, also wurde es umgeschmolzen, mit schweizerischem Eiszeichen und Nummer versehen, nach Berlin zurückgeschickt und dann war es weltmarkttauglich. Und der Hitler konnte damit die strategischen Wolfram, Nickel und so weiter, die strategischen Mineralien kaufen, die er brauchte für seine Kanonen, Munition und so weiter. Und was der Eisenstadt, also der Staatssekretär von Clinton, öffentlich gesagt hat, die Schweizer Bankiers haben den Zweiten Weltkrieg verlängert. Das stimmt historisch einfach. Und das ist, warum reden wir darüber? Das ist eines der vielen Verbrechen des schweizerischen Bankenbanditismus. Aber trotzdem haben Sie sich entschieden. Alle anderen sind auf. Trotzdem haben Sie sich auch entschieden, jahrelang Teil des politischen Systems in der Schweiz zu sein als Abgeordneter. Rückblickend betrachtet auch dieser Weg durch die Institutionen, der Ihnen ja von Ihrem Lebensretter, wie kam es dazu, dass Ihnen Che Guevara eigentlich das Leben gerettet hat? Ich bin da mit dem Taxi angekommen, mit dem großen Vorsitzenden, und das habe ich gesehen, der Präsident dieser unglaublichen, dieses Bundes der Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer trägt, das sehe ich vor mir, das freut mich außerordentlich, Che Guevara auf seinem T-Shirt, auf seinem schwarzen Che Guevara auf rotem T-Shirt. Und das stimmt, dass der Che Guevara in meinem Leben eine ganz große, entscheidende Rolle gespielt hat. Ich war, als ich mit meiner Familie gebrochen habe, da wollen wir darüber reden, traurige Sache, kam ich in Paris unter, war dann in der kommunistischen Jugendbewegung und so weiter und so weiter. Und zu dieser Zeit haben wir frühe Steinzeit, wenn wir darüber reden, das waren die Ende 50er, Anfang 60er Jahre, nach Kuba. Gingen diese Jugendbrigaden nach Kuba Zuckerrohr abschneiden. Das hat die Kubaner zuerst wahrscheinlich mehr belästigt als geholfen, weil Zuckerrohr abschneiden ist unglaublich schwierig, ist unglaublich mühsam und schwierig. Gut, aber dort haben wir dann im Habana Libre, also das ehemalige Hilton, unten im Untergeschoss an langen Holztischen in der Küche, nachts kamen die Revolutionäre, um mit uns zu reden. Uns zu befragen über Europa, über Frankreich, über den Sozialismus und so weiter. Und der Che Guevara, Fidel, Raul, Armando Hart, Heide Santa Maria und so weiter, waren dort. Ich sehe die kubanische Botschafterin lächelbefriedigt. Die waren dort. Die waren dort. Dann bin ich zurückgegangen und da wurde unsere Organisation zerschlagen in Paris, weil wir mit dem FLN zusammengearbeitet haben, mit den französischen Aufständischen, mit den algerischen Aufständischen. Und eines Tages erhielt ich ein Telefon aus Havanna von einem Genossen, der sagt,
jetzt beginnt im April, 1964. Ja, nein, das ist frühe Steinzeit für fast alle hier. Das ist Neolithikum. 1964, die erste Weltzuckerkonferenz von der UNO in Genf organisiert wurde. Und es kam eine Delegation von 12 Delegierten, 4 Frauen, darunter 6 von den 12, 6 waren Kommandanten de la Revolution, also hochgradige, kompetente Delegierte, um den kubanischen Standpunkt zu verteidigen. Und Kuba lebte ja praktisch zu 90% damals noch vom Zucker, vom Rohrzucker. Das hat sich jetzt geändert. Und plötzlich der Perez, der Genosse, hat mich am Telefon: Wir haben keine Botschaft, wir haben kein Konsulat. Kannst du uns helfen? Wir kennen dich. Kannst du uns helfen mit Transport, mit Hotel reservieren und so weiter? Dann habe ich das gemacht mit ein paar Freunden, Freundinnen zusammen, mit meinem alten Morris, schwarzes Morris-Auto, Occasion. Und der Chef der Delegation war der Che Guevara, war der Che, als Industrieminister damals. Und ich war 12 Tage lang, praktisch Tag und Nacht, schlafen ja wenig die Kubaner, war sein Chauffeur. Am Sonntag, ja, ich habe noch nicht gut Spanisch gekonnt damals, aber der Che war perfekt Französisch sprechend, weil Donna Celia, seine Mutter, sehr frankophil war. Sonntag gingen wir nach Chamonix. Ich habe ihn ausgefragt, er hat mich ausgefragt. Er war ein kalter Mensch, aber hochintelligent und unglaublich. Das Gegenteil von Fidel war warmherzig und fröhlich. Und sobald man ging, wie geht es deinem Sohn, was macht die Sozialistische Internationale, unverständlich. Che war ganz anders, kein Kubaner, kalter Mensch. Am letzten Abend, als ich vernahm, dass sie am nächsten Tag zurückgingen mit dem Zug Genf, Zürich, München, Prag, weil die einzige Fluglinie damals war Prag-Havanna, von Havanna Aviation, habe ich alle meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt: Kommandante, ich will mit euch gehen. Ich will mit euch gehen. Und damals haben die Kommandantes de la Revolution die grüne Windjacke getragen, das schwarze Beret mit dem goldenen Kommandantenstern. Der Che hat mich ans Fenster gerufen, gesagt: Komm. Und das Hotel stand in Grand Saconneau, einem Hügel über der Bucht von Genf. Und in der Nacht ist diese Bucht vom Genfersee erleuchtet von Reklamen der Banken, der Juweliere, der Versicherung. Der Che hat gesagt: Siehst du diese Stadt da unten? Ich sage: Ja. Da bist du geboren, stimmt nicht, ich war in Thun geboren, aber da bist du geboren. Das ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen, hat sich umgedreht, kalt, weggegangen. Und ich war am Boden zerstört, habe ich gedacht, der nimmt mich für einen unnützen Kleinbürger, was wahrscheinlich auch der Fall war. Ja. Aber er hat mir das Leben gerettet und die Strategie vorgezeichnet, die ich versuche bis heute Abend zu verfolgen, das Leben gerettet. Ich war Dienstverweigerer, hätte überhaupt keine militärische Ausbildung. Ich wäre schon längst verscharrt in irgendeinem Straßengraben in Lateinamerika oder Afrika. Er hat mir das Leben gerettet. Und zweitens hat er mir die subversive Integration gelernt, die Strategie der subversiven Integration. Eintreten in die Institutionen und versuchen, subversiv diese Institutionen, ihre Kraft zu gebrauchen für die eigenen revolutionären Ziele. Und dann habe ich die Ochsentour an der Universität gemacht, also Assistent, Privatdozent, Ordinarius und so weiter. Universität, erste Integration, eidgenössisches Parlament, Abgeordneter von Genf im eidgenössischen Parlament, hat auch nichts genützt. Und jetzt seit 20 Jahren bei der UNO in verschiedenen Funktionen die subversive Integration. Und der Che hat mir diesen Weg vorgezeichnet. Und deshalb bin ich ihm außerordentlich dankbar. Heute, wir haben es schon, man darf applaudieren. Wir haben es schon gehört, heute bekommen Sie eine der höchsten Auszeichnungen innerhalb der Widerstandskämpfer
Nachkämpferbewegung der Sozialdemokratischen. Eine Auszeichnung, die natürlich erinnert an den Kampf von so vielen in ganz schwierigen, in diktatorischen Zeiten. Ein Kampf, der aber nicht nur, obwohl es sich heute hier in Österreich ganz besonders jährt, ich glaube, heute sind die ersten sogenannten prominenten Deportationen aus Wien nach Dachau gegangen. Am 1. April gestern, also dieser Tage, jähren sich diese Deportationen nach Dachau mit ganz vielen auch prominenten Vertretern der Sozialdemokratischen Partei. Aber es gab natürlich auch andernorts international organisierten antifaschistischen Widerstand. Die Spanienkämpfer wurden auch von Ihnen schon angesprochen. Da haben Sie ein sehr schönes Gedicht zitiert, das sicher vielen hier im Saal vertraut ist, von Antonio Machado, das im Wesentlichen, warum so eine Wichtigkeit und so eine Bedeutung hat. Vielleicht wollen Sie uns über das noch ein bisschen erzählen, auch angesichts der Ehrung, die Sie heute bekommen. Wie, gestern war die Gedenktag des Dachau-Zuges. Ersten. Also das Gedenken, das lebendige Gedenken schafft Verantwortung und schafft Bewunderung und schafft Solidarität. Und der Bund der Freiheitskämpfer und Freiheitskämpfer, dieser Freiheitskampf gegen den Faschismus, hat ja lange vor Schuschnigg und den Nazis begonnen. Und ich sage es noch einmal, hunderte junger, weniger junger Männer und Frauen aus Österreich sind im Kampf von Teruel vor Madrid, vor Barcelona am Eberfluss gestorben, haben ihr Leben dahin gegeben, um gegen den Faschismus, gegen die Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe bombardierte ja und so weiter, zu kämpfen, weil sie genau gewusst haben, wenn der Faschismus siegt, jetzt in diesem Kampf, dann sind wir auch allesamt direkt bedroht in unseren Heimatländern. Und dann unter dem Nazismus diese unglaubliche Willenskraft, zum Opfer sein Leben einzusetzen, das Gedenken. Aber gleichzeitig ist dieser Bund und heute Abend auch so wichtig, das möchte ich sagen, weil der Kampf gegen den Faschismus ist ja nicht zu Ende. Ist ja nicht zu Ende. Was Menschen in der dritten Welt erleben, heute in Jemen, in Syrien, in Darfur, in Gaza, das ist absolut fürchterlich. Absolut fürchterlich. Und faschistische Kräfte wie Gespenster gehen durch die Welt. Das heißt, Gaza, Jemen und Syrien nennen Sie in einem Atemzug? Natürlich, da sterben die Menschen. Faschistische Systeme in Israel, würden Sie das so sagen? Nein, Israel ist eine totale, ganz sicher, das ist absolut falsch. Der israelische Staat hat eine totale Existenzberechtigung, aber die Regierung von Israel, was die zum Beispiel in Gaza machen, seit 2006 ist dieses Territorium von 351 Quadratkilometern abgeschlossen von der Welt. Auch auf der Mittelmeerseite durch die israelische Flotte. Und dort leben 2,1 Millionen Menschen. Menschen wie Sie und ich. Was uns von den Opfern trennt, ich sage das immer wieder, das trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Nur der Zufall der Geburt. Ich wollte nur deswegen nachfragen, und diese Existenzberechtigung Israels, das Ghetto von Gaza, ich bin zum Beispiel Mitglied einer israelischen Nichtregierungsorganisation, das Alternative Information Center, mit Michel Warschawski, Lead Zemel und so weiter, mit diesen israelischen Intellektuellen. Und die sagen, israelische Intellektuelle sagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Aushungerung, die medizinische, ernährungstechnische Aushungerung von Gaza, die Blockade seit 2006, das Ghetto von Gaza, ist ein Verbrechen gegen Menschlichkeit, glaube ich. Das hat mit einer Regierung zu tun und nicht mit Israel. Weil, ich könnte Ihnen sagen, wenn hier der Michael Warschawski sitzen würde, also der Präsident unserer Organisation, Alternative Information Center von Tel Aviv, der hatte dann eine viel radikalere Sprache, was die Besetzung angeht, was die Regierung von Netanyahu angeht. Ich war lange Zeit im, ich sage das ganz in Klammer,
in der im Exekutivrat der Sozialistischen Internationale als ganz kleiner Trottel, also mit Peter Jankovic zusammen, da haben wir gestern darüber geredet, Willy Brandt Präsident, Vizepräsident Bruno Kreisky. Und was der Bruno Kreisky dem Shimon Peres, damals Ministerpräsident von Israel, wie er den kritisiert hat, im Namen der Demokratie, im Namen der Sozialistischen Internationale und so weiter, das war unglaublich, befreiend, großartig. Und Bruno Kreisky hat eine Sprache geredet gegen diese israelische Besetzungspolitik, die heute so gültig ist wie je und großen Mut, große Klugheit bewiesen hat. Also warum reden wir darüber? Haben wir nur erlaubt, das anzusprechen, weil das tatsächlich auch im Vorfeld immer wieder auftaucht, wenn Jean Ziegler zu einem Vortrag kommt oder zu einem, einer Lesereise kommt, dass man ihnen unterstellt, dass sie das Existenzrecht Israels in Frage stellen oder bei Personen wie Ronald Lauder über sie einfach sie als selbsterklärten Menschenrechtsaktivisten versuchen. Nein, es hat einen Punkt gegeben, 2002, soll ich das noch schnell sagen? Ich muss mich doch immer wieder verteidigen. Gut so. Eben schöne Frauen, das ist das Schlimmste, muss man sich verteidigen. Also, als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung wurde ich nach Israel eingeladen. Als einziger Sonderberichterstatter je. Sonst ist ja Israel komplett, also die Regierung komplett negativ gegen die UNO. Und warum? Weil ich die Schweiz, das Gold und die Toten geschrieben habe, also die Komplizität der Schweizer Bank ist, darüber habe ich jetzt schon geredet, mit dem Hitlerregime. Das Waschen des Raubgoldes und so weiter. Und dieses Buch hatte einen großen Erfolg in Israel und in Amerika. New York Times hat darüber geschrieben und so weiter. The Swiss, the Gold and the Death, darüber geschrieben. Und dann wurde ich eingeladen vom amerikanischen Senat und dem Jewish World Congress und dem amerikanischen Senat, der Banking Commission, als Zeuge. Weil der Jewish Congress als Kollektivvertreter der jüdischen beraubten Persönlichkeit, die Schweizer Banken haben auch das jüdische Spargeld nicht zurückgegeben, weil sie geglaubt haben, da kommt ja keiner mehr und so weiter und so weiter. Und die haben mir, und da war ich Nationalrat, habe dieses Mandat angenommen und gesagt, ich komme als Zeuge. Und der schweizerische Außenminister hat mich da beschimpfen, Samstag, Sonntag, Nacht noch in Vorhinein gesagt, du Landesverräter, das darfst du nicht tun. Ist ein Rechtskatholiker, also das hat mich da nicht so gestört. Du bist ein Landesverräter, da darfst du nicht nach Washington gehen. Ich bin gegangen und habe geschworen, da muss man ja schwören als Zeuge. Und das heißt Affidavit. Und ich habe gesagt, was ich weiß über die Komplizität der Schweizer Banken, über die Holocaust-Gelder, die nicht zurückgeführt worden sind und so weiter. Und das wurde dann benutzt, unter anderem als Dokument, gerichtsrelevantes Dokument, von den Anwälten des Jewish World Congress. Und die Schweizer Banken mussten dann am Schluss 1,8 Milliarden Dollar dem Jewish World Congress als Vergeltung, viel, viel, viel zu wenig, bezahlen. Gut. Da war ich sehr populär in Israel und bei den jüdischen Gemeinden in Amerika. Und deshalb wurde ich eingeladen als Sonderberichterstatter in die besetzten Gebiete. Und ich erinnere mich, wie es gestern gewesen wäre, am Montagmorgen kommt der Hochkommissar für Menschenrechte, damals Sergio Vieira di Mello, der Brasilianer, der dann 2005 im Irak ermordet worden ist. Sergio kam in mein Büro, im Hochkommissariat, und sagte, wie hast du das gemacht? Das ist unmöglich. So hat der Hochkommissar wird ja daran gehindert, nach Israel zu gehen. Kein Generalsekretär wird die eingeladen. Du wirst da du wirst eingeladen als Sonderberichterstatter auf das Recht auf Nahrung in die besetzten Gebiete. Gut, das war wegen diesem Buch. Ja. Und ich wurde unglaublich empfangen, konnte mir reden, mit wem ich wollte, mit dem Hamas in Gaza, mit allen Menschen,
konnte bei jeder Straßensperre wurde ich durchgewinkt, also mit meinen Leuten, mit den weißen Toyota, mit der blauen UNO-Fahne, den Dolmetschern und so weiter, den Sicherheitsleuten, und habe einen Bericht gemacht. Und dieser Bericht war für die Besetzungsmacht außerordentlich negativ, weil in ganz Region, im Norden vor allem und in Gaza, wird die Unterernährung organisiert von der Besetzungsmacht. Und die israelische Regierung hat das als Verrat empfunden, viel mehr noch als Negativkritik an einer Situation, besonders Besatzungspolitik, sondern als Verrat an dieser Einladung. Der Ziegler hat uns hereingelegt und so weiter. Und hasst mich, also die Likud-Regierung hasst mich seitdem mit unglaublicher Konstanz. Gut, das diffamiert kann man aushalten. Und ich möchte nicht, dass Sie da auf Internet gehen, da werden Sie fürstliche Sachen über mich hören. Die sind alle erlogen, kann ich Ihnen gleich zum Voraus sagen. Total, aber die machen das sehr gut und sehr, sehr vehement. Warum reden die davon? Weil wir drauf gekommen sind. Also ich sage, aber wenn jemand kommt und sagt, Antisemitismus zum Beispiel, Antisemitismus ist ein Verbrechen, eines der schlimmsten, die es gibt. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Nein. Wir haben über eine planetarische Zivilbewegung schon gesprochen, Fridays for Future. Es gibt eine andere, wo Sie vielleicht auch vor diesem Publikum etwas dazu sagen möchten, die doch seit einigen Monaten Paris in Atem hält, die sogenannte Gelbwestenbewegung. Ich spreche das deswegen an, weil auch da aus meiner Beobachtung heraus längst Dinge passieren, die wahrscheinlich auch nicht mehr im Sinne dessen sein könnten, was man vielleicht ursprünglich gemeint hat, dass diese Bewegung mitträgt. Es nehmen auch antisemitische Vorfälle in Paris zu, Schmierereien auf Geschäften, Plakaten, die auch im Umfeld dieser Gelbwestenbewegung sozusagen mitgespült werden. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir von dieser planetarischen Zivilgesellschaft reden, wird es nicht ohne Verbündungen gehen. Sie haben das vorher auch als Brüderschaft der Nacht bezeichnet, rund um den Weltsozialforum-Treffen. Aber wie sehr muss man aufpassen, dass man nicht die falschen Verbündeten bekommt? Zuerst und Gelbwesten, ich finde, eine ganz großartige Bewegung. Uneingeschränkt. Also Sartre hat gesagt, la réalité est toujours impure. Die Wirklichkeit ist immer unrein. Die Wirklichkeit ist immer unrein. Und diese Bewegung basiert auf der Erfahrung der Armut, ja, ist infiltriert hin und wieder von Rechtsextremen, Antisemiten, ganz schlimme Hunde, also die müssen bekämpfen. Aber wie kann man das vermeiden? Wie kann man vermeiden, dass man die falschen Verbündete hat? Doch mehr die richtigen mobilisiert. Nein, das sind keine Verbünde, es ist eine spontane Bewegung. Am 18. November 2018 hat es begonnen. Jetzt sind wir beim 19. Samstag, nächste Woche beim 19. Samstag. Ja, jeden Samstag kommen die Blauhelme, die Gelbwesten. Das Symbol ist ja, das sind die Ärmsten und die demonstrieren gegen einen Privatbankier, den Macron, der Präsident ist, und eine unglaubliche diskriminative Finanzpolitik betreibt, die die Schwächsten schröpft und laufend Steuerprivilegien schafft, Abschaffung der Vermögenssteuer, für die ganz Reichen. Die Forderungen sind unumstritten, aber das, nein, aber die, das Methode, ist schon großartig. Die Methode finden Sie richtig? Natürlich. Auch das Gelbweste ist ja, die Autofahrer müssen eine gelbe Weste haben. Der Ursprung ist uns bewusst. Das ist ja sicher auch in Österreich so, per Gesetz eine gelbe Weste haben in Ihrem Auto, dass wenn Sie auf der Autobahn einen Unfall haben, auf der Autobahn heraustreten, gesehen werden, geschützt werden durch die leuchtende blaue Weste. Und wer da aufsteht jetzt, jeden Samstag seit dem 18. November, das sind die Ärmsten der Ärmsten in Frankreich. Und ich sage, es gibt ein Elend in Frankreich, wird immer schlimmer. 9 Millionen permanent Vollarbeitslose. Wahrscheinlich viel mehr. Aber offiziell sind es 9 Millionen Vollarbeitslose. Der französische Durchschnittslohn
für vier Personen, Familie vier Personen, ist 1420 Euro. Davon kann man nicht leben, Punkt. Und diese Armen stehen auf und sagen, so geht es nicht weiter, wir wollen leben, wir wollen eine andere Steuerpolitik, eine andere, vertrauen auch den Deputierten nicht mehr, keine Partei findet, nicht einmal Mélenchon und Les Insoumis, findet Gnade in ihren Augen, weil sie glauben, dass seine Stimme abzugeben, wie Rousseau das gesagt hat, Donne Savoie, seine Stimme abzugeben für vier Jahre, dem Gerhard Schmidt zum Beispiel, das kann nicht mehr sein heute. Die Repräsentativdemokratie für sie ist kein Thema mehr, das ist am Ende. Es geht um die direkte Konfrontation. Und das ist die Zivilgesellschaft, das ist ein Aspekt großartig dieser Zivilgesellschaft. Diese Antwort nur zu hoffen, dass sie Geld über die Grenzen kommen. Das ist Ihre Ansicht. Es gibt eine Antwort auf Armut, die die österreichische Bundesregierung gewählt hat, nämlich noch mehr Armut zu produzieren. 1,50 Euro soll, wenn es nach dem Wunsch dieser rechtskonservativen Regierung geht, künftig ein Geflüchteter pro Stunde sozialerischer Arbeit bekommen. Es sind eben auch Gesetze auf den Weg gebracht worden, die Kinderarmut in Österreich wieder möglich machen. Es soll Familien ab dem dritten Kind für dieses dritte Kind knapp über 40 Euro pro Monat zur Verfügung gestellt werden. Da wird man sprachlos, oder? Wenn man nicht nur die von Ihnen vorher genannten kapitalistischen, oligarchischen Systeme der 500 transnationalen Konzerne sieht, sondern wenn auch tatsächlich gewählte, demokratisch legitimierte Vertreter so handeln. Was lässt Sie trotzdem nicht die Hoffnung aufgeben, wenn Sie nicht Idealist sind? Nein, ich schaue die Geschichte und sage, da ist die Geschichte hat einen Sinn. Also über die Regierung von Herrn Kurz will ich nicht reden. Ich kann mir nicht vorstellen, was da passiert ist. In einem so klugen, lebendigen, urdemokratischen Land wie Österreich, wie konnten freie Bürgerinnen und Bürger für eine solche Politik stimmen? Das verstehe ich nicht, das müssen Sie mir erklären. Oder du bist der Politwissenschaftler, müsstest mir erklären. Die Geschichte hat einen Sinn, das ist eine Evidenz, hat einen Sinn. Der Jean Jaurès, der Gründer der französischen Sozialistischen Partei, ermordet am 31. August 1914, am Vorabend des Krieges, ermordet von einem Rechtsextremen im Café du Croissant in Montmartre in Paris, hat gesagt, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. Die Straße ist gesäumt mit Leichen, aber sie führt zur Gerechtigkeit. Sie führt zur Gerechtigkeit. Das Leben hat einen Sinn, mein Leben hat einen Sinn, das ist eine Evidenz. Die Geschichte ist die Geschichte der Menschwerdung der Menschen, wenn Sie sie anschauen. Der Menschwerdung der Menschen, die Geschichte hat einen Sinn, einen kollektiven Sinn, den wir produzieren. Für mich auch als Person, finde ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur einmal nach einer durchtanzten Nacht, durch eine durchtanzten Nacht im Berner Oberland, ein Spermata und ein Ovozyt zusammengekommen sind und dann ist der kleine Tier entstanden durch puren Zufall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Leben hat einen Sinn, das spüre ich. Ich glaube auch, das kam nicht gut an, gestern Nacht, ja, im Rathaus. Ich glaube auch, dass das Bewusstsein nach dem Hinschied, nach der Zerstörung der physiologischen Struktur weitergeht, ob als Auferstehung oder wie, das weiß kein Mensch. Aber Sartre, Jean-Paul Sartre hat gesagt, tout mort est un assassinat. Jeder Tod ist ein Mord. Weil aus einem ganz einfachen Grund, der Körper, die physiologische Struktur, die erneuert sich alle 7 Jahre normalerweise, die Zellstruktur erneuert sich alle 7 Jahre. Und diese Erneuerung der Zellstruktur verlangsamt sich und einmal hört sie auf. Und dann bricht
die physiologische Struktur, meine Sinne, die das Bewusstsein artikulieren lassen und so weiter, bricht zusammen. Aber das Bewusstsein, das sich ausdrückt, jetzt bis jetzt noch, hoffentlich es gehen noch ein paar Jahre, weiß man nie, ausdrückt nach, durch diese physiologischen Strukturen, durch Augen, Reden und so weiter, das Bewusstsein ist kumulativ. Die kleine, wunderbare Zora, meine Enkelin, mit der ich da diskutiere in dem Buch, warum, was ist so schlimm am Kapitalismus, auf Französisch heißt es, das haben das Konzern Bertelsmann nicht gewollt, le capitalisme explique à ma petite fille en espérant qu'elle verra la fin. Der Kapitalismus meiner Enkelin erklärt, in der Hoffnung, sie werde sein Ende erleben. Aber das ist zu lang auf Deutsch und haben eine andere genommen. Aber das ist die Perspektive. Die Zora, die hat viel weniger, ein gescheites, junges, kleines Kind, wief und unbarmherzig in der Kritik und so weiter. Schön, halb ägyptisch, ganz gut. Also. Die hat viel weniger Bewusstseinsinhalte als ich. Wegen der Lebensdauer, ich habe viel mehr Bewusstseinsinhalte. Und das Bewusstsein, das meine Identität ausmacht, hat kein natürliches Ende. Das ist für die Ewigkeit bestimmt. Das ist für die Ewigkeit bestimmt. Es gibt kein einsehbares, natürliches Ende des kumulativen Bewusstseins. Und deshalb glaube ich, dass auf irgendeine Form ich als Person, als Bewusstsein, als Identität weiterleben werde. Aber das glauben Sie gar nicht. Darüber können wir bei einem nächsten Gespräch uns unterhalten. Jean Ziegler. Ich sag noch etwas. Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher hat Ihr Leben diesen Sinn gehabt, heute hier bei uns zu sein, um eine Ehrung entgegenzunehmen, die ich jetzt gerne ankündigen würde. Es gibt Menschen, die wollen noch etwas Gutes über Sie sagen und Ihnen eine Ehrung weiß überreichen. Weiß man nie. Sind Sie schon bereit? Wenn ich noch einen Schluss... Selbstverständlich. Ich war lange Zeit, das habe ich ja gestern gesagt, und mit Wolfgang Petritsch und Jankovic und dann ist darüber geredet. Ich war lange Zeit im Exekutivrat der Sozialisten Internationale. Und der große Willy Brandt, also hat uns jungen Trotteln, also Jankovic war schon gescheit, aber ich war ein junger Trottel damals, hat uns jungen Trotteln gesagt, wenn immer ihr redet, öffentlich, alles muss stimmen, analytisch muss alles stimmen. Aber am Schluss muss Hoffnung sein. Wenn jemand aus dem Saal geht, ohne Hoffnung, dann hättet ihr zu Hause bleiben sollen. Und deshalb will ich mit Brecht enden, Bertolt Brecht. Und der sagt, am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben zu Prag. Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Ich danke Ihnen.